Hallo, herzlich willkommen. Wir sind gerade zu Besuch bei der ÜFA, aber nehmen, was ist eine ÜFA eigentlich? Die ÜFA ist der Ort, an dem die Schülerinnen und Schüler als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen agieren können. Sprich, sie haben das Berufsleben praxisnah. Wollen wir gleich mal reinschauen? Ja, gehen wir. Sicher. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen in der ÜFA. Wir würden unseren Zusehern gerne zeigen, was in der ÜFA eigentlich so passiert. Habt ihr eine gute Zeit bei mir? Ich gerade von online an der Bestellung ein. Und Jessel, kannst du im Lager nachschauen, ob wir vom Artikel Nike Schienbeinschoner noch lagernd haben? Ja, mach ich sofort. Hey Nico, schaust du kurz mal nach, ob wir den Nike Schienbeinschoner noch auf Lager haben? Ja, mach ich sofort. 24 Stück. Okay, die Lagerauffassung macht Kaviar für dich. Hier hast du deine Ware. Danke! Okay, die Waren sind also lieferbar und ich bereite jetzt den Versand vor und stelle dann Rechnung und Lieferschein aus und dann können die Waren auch schon an den Kunden verschickt werden. Julius, wir haben eine neue Ausgangsrechnung bekommen. Kannst du sie gleich im BMD verbuchen? Ja, sicher. Also wir haben bis jetzt gelernt, dass die ÜFA eine Simulation eines Unternehmens ist, in der verschiedene Abläufe perfektioniert und geübt werden sollen, die wir in den letzten Jahren eben gelernt haben in Fächern wie Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Office Management und Business Behavior. Und das ist prinzipiell in der Hack und in der Hasch gleich. Also wir sind jetzt am Ende unseres ÜFA-Rundgangs angekommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zuzuhören. Ja, vielleicht wirst du auch in der ÜFA arbeiten können. Danke für euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.